Hi Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal geht es um die Ambrosia-Pflanze. Also ich habe jetzt gerade hier hinten, also im Garten haben wir zum Glück keines, aber vor 2 Wochen waren die Eltern von meiner Partnerin da und ihr Vater ist nämlich allergisch auf die Ambrosia-Pflanze und hat hier öfters genießt und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ich werde mal eine Runde schauen. Und tatsächlich habe ich auf unserem Grundstück, also auch auf dem außerhalb Grundstück, nicht wirklich viele Ambrosia entdeckt. Aber hier draußen, auf der anderen Seite der Straße, ist jede Menge Ambrosia-Pflanze. Und hinten, wo das Feld beginnt, also das zeige ich euch einmal von hier, also dort hinten, wo das Feld beginnt, dort am Rand vom Feld, was nicht mehr unser Grundstück ist, dort wachsen auch jede Menge Ambrosia. Und ja, jetzt habe ich halt hier vorne, habe ich bei uns auf unserer Seite der Straße, habe ich 2 oder 3 Pflanzen entdeckt. Die zeige ich euch hier. Normalerweise sollte man das nicht ja, ohne Handschuhe oder so angreifen. Das ist jetzt eine kleine Ambrosia-Pflanze. Und ja, manche Leute reagieren halt ziemlich allergisch drauf. Und wie man hier sehen kann, ich habe einen ganzen Kübel gesammelt. Aber wie gesagt, das meiste nicht auf unserem Grundstück. Also ich habe hier 3 auf unserer Straßenseite gepflückt. Dann hier Nachbargrundstück habe ich gleich ein paar große entdeckt. Und dann bin ich hier hinten herum auf der Außenseite von unserem Grundstück. Also ich zeige euch das einmal. Also hier die Außenseite außerhalb vom Zaun. Dort habe ich welche entdeckt, die habe ich jetzt gepflückt. Aber sonst, ja, das meiste ist draußen am Rand. Und das will ich euch auch gleich einmal zeigen. Ich zeige euch einmal das am Straßenrand. So Leute, wir sind jetzt hier auf der anderen Straßenseite und da ist zum Beispiel eine große, das ist alles Ambrosia. Hier ist zum Beispiel eine Ambrosia. Hier, also da ist alles voll mit Ambrosia. Also hier auch. Und wenn das die Körner, die Samen abwirft, natürlich, dann wächst das noch mehr hier. Hier ist zum Beispiel eine große. Das ist alles Ambrosia. Hier auf der anderen Seite, hier sieht man, ist auch hier, das ist alles wieder Ambrosia. Das wächst natürlich hier zu uns hin. Und man muss natürlich wissen, in Ungarn muss das Ganze auch entfernt werden. Ja, in Ungarn muss Ambrosia entfernt werden vom Grundstück, also das muss geschnitten werden und und. Und wenn man das nicht tut, dann kann man Strafen bekommen von 15.000 bis 5 Millionen Forint. Also das ist kein Spaß. Und es ist Pflicht hier in Ungarn, dass man das entfernt. Aber wie soll ich das auf unser Grundstück ist so ziemlich sauber von Ambrosia. Aber am Rand wächst das, hier zu uns her wächst es. Also wir haben hier überall Ambrosia. Und ja, ich merke es jetzt schon beim Schlucken. Also ich bin eigentlich ja nicht allergisch, aber ja, wenn ich das mit der Hand angreife, natürlich ja, machen sich da auch die Beschwerden bemerkbar. Aber so ziemlich unempfindlich bin ich schon. Aber natürlich, wenn das überall wild herumwächst und keiner tut das, das ist normal die Aufgabe der Straßenmeisterei. Nur hier bei uns ist es unsere Aufgabe. Aber sonst, ja, dort hinten, das wäre natürlich vom Pächter des Feldes, der müsste das dort beseitigen. Weiter vorne wächst auch jede Menge Ambrosia. Ja, und was soll ich da machen? Also, ja,
Ich kann nur auf unserem Grundstück alles entfernen und verbrennen, damit das auch nicht weiter wächst. Und ja, sonst nur versuchen, dass das nicht sich auch noch zu uns ausbreitet. Aber sonst, ja, das ist ein Kampf gegen, ja, Windmühlen, sozusagen. Also ein endloser Kampf, wenn überall die Ambrosia wächst, keiner tut das, etwas dagegen. Also das wäre die öffentliche Hand. Von der öffentlichen, also von staatlicher Seite, werden wirklich die ärgsten Strafen ausgesprochen. Aber dann hier von staatlicher Seite wird überhaupt nichts gemacht. Also das ist dann ja richtig dumm. Also ja, bleibt man als Bürger dann letztendlich auf der Strafe sitzen, wenn das sich das zu uns ausbreitet und wenn man das dann nicht rechtzeitig schneidet und ja, hier fährt irgendeiner vorbei und macht eine Anzeige. Also das ist schon ziemlich blöd, wie das hier läuft, aber ja, so ist das eben. Aber nur, damit es jeder weiß, in Ungarn muss man es auf dem eigenen Grundstück, muss man die Ambrosia-Pflanze entfernen, sonst drohen wirklich Strafen von 15 bis 5 Millionen, also 15.000 Forint bis 5 Millionen Forint. Also das sollte man sich auf jeden Fall merken. Und wer die Ambrosia nicht kennt, einfach googeln, dort findet man Bilder, kann man das gut vergleichen, aber ja, die Ambrosia ist leicht zu erkennen. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video war hilfreich. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn Video.